Andi, deine Zähne, ne, sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Da ist auch Essen dazwischen. Was ist der Unterschied zwischen der Bundesliga und dem DFB? Beim DFB geht's ab mit Keller, ne, und in der Bundesliga geht's ab im Keller. Ah, Bremen, rechtzeitig nochmal einen Trainer gewechselt, wie der HSV. Kommt der scharf für ein Spiel. Mhm. Macht im Training erste Übung mit den Jungs Handball. Ich meine, dass sich die Hälfte des Bremen-Kaders nach der Saison einen neuen Job oder eine andere Sportart suchen müssen, das ist ja wohl klar. Aber dass man es gleich so deutlich machen muss, das ist ja... Christian, Erfolg, ne, ist eine Treppe und keine Tür. Und deshalb fährst du auch nur Aufzug. Ja, und die Eintracht hat im Bundesliga-Endspurt das Dortmunder Motto vergessen. Ne? Von hinten stechen die Bienen. Oh Gott, ey. Der Hütter ist auch, glaube ich, der Einzige, der sich freut, ne, wenn die Geisterspiele, also ohne Zuschauer, in der nächsten Saison einfach weitergehen. Hütter und Bobic wollen ja jetzt im letzten Saisonspiel gegen Freiburg einfach nochmal ein Liedchen zusammentrellern. Ne? Die Schmerzen von Europa kennt die Eintracht vom Main. Champions League Plätze, denn es sollte nicht sein. Ja, sicher, ne? Dortmund geschafft, ne? Chapeau, herzlichen Glückwunsch, ne? Jude Bellingham sagt, habe ich gefeiert mit Capri-Sun. Was ist das denn? Das heißt Capri-Sonne, du Doof! Sie hier mal mit den Kanonen probieren, ey. Eine Feier mit Capri-Sonne, ey. Die sind doch zu blöd, einen Strohhalm reinzukriegen. Ja, hör mal, ne? Aber schön die Bierflasche mit Zähnen aufbeißen, ne? Stefan, dein bester Ratgeber, ne? Ist auch der Vorschlaghammer! Ja, und Holstein Kiel verzichtet jetzt im letzten Spiel aus Fairnessgründen auf Publikum, obwohl welches zugelassen wäre. Offiziell heißt es, wir spielen ohne Zuschauer und ZuschauerInnen. Ja, sicher, so ist es korrekt. Das ist wie bei uns im Stress, ne? Wenn die letzte Runde eingeläutet wird und die Gitte hinter der Theke sagt, bestellt noch was, dann geht es zu, das Zapfhuhn. Ja, sicher. Es ist nur gerecht gegenüber dem Zapfhahn. Ne? Apropos Fairness, ne? Sky-Experte Didi Hamann hat ja vorgeschlagen, Lewandowski, ne, bleibt einfach im letzten Spiel draußen und wird gar nicht eingewechselt, damit der Tore-Rekord mit Gerd Müller, ne, diese 40 Dinger, da einfach noch geteilt bleibt. Ja, sicher, ne? Das hat Schalke ja mit dem Tasmania-Rekord auch gemacht. Ich mache auch mal einen kleinen Vorschlag. Ne? Vielleicht bleibt der Didi mal für ein Spiel zu Hause und der Uwe kommt mal ins Studio. Mann, ey. Trottel. Kevin! Boah, der ist so hohl, der denkt wirklich in einem Rechenzentrum, ne, werden die Teile hergestellt, wo man Gras mit zusammen macht. Ja, EM-Kader von Jogi steht, ne, diesmal mit 26 statt 23 Spieler wegen Corona. Mhm, ist bei mir auch immer so. 8 statt 11 Spielern, ne, wegen Kneipe. Hey! Christian! Frag den Schiri mal, wer anstoßen darf! Packst du die 2 Gläser und die Flasche weg und fragst den jetzt! Mann, ey! Diesmal kannst du echt sagen, ne, das, was der Jogi da aufgestellt hat, ist echt das Allerletzte. Ja. Jetzt mit dabei Thomas Müller, Mats Hummels, ne, Lothar Matthäus, Philipp Lahm und Berti Vogt. Sie machen sich eine Hoffnung auf eine Nachnominierung. Macht ja eh keinen Sinn, ne, für die 3 Vorrundenspiele. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat in der Jobanzeige ein Wort falsch gelesen und dachte, seine Arbeitstage sind Montage. Da stand aber Facharbeiter für Montage. Ja, langes Pfingstwochenende, ne? Der Andi geht mit seiner Oma wieder ins Zoo und sagt die Oma wieder, hier Andi, mach mal Ei bei die Mäh. Ne, der hat keinen Sprachfehler, sondern der Andi soll mal die Ziege streicheln. Auch nicht geändert, ne? Mein Hermann, Hermann! Ne, er macht gerade Diät, der trinkt nur noch Cola Light. Ne, sein Vorratsbratenspeicher, ne? Muss mal ein bisschen dünner werden, ne? Oh, ich schlafe erstmal schön aus. Immer schön hier. Hoffentlich zwitschert da nicht wieder diese scheiß Vögel vor meinem Fenster, ne? Ich lehne mich doch auch nicht übers Vogelnest und brüll da rein, ne? Wenn ihr was zu essen haben wollt, dann beschwert euch beim Hermann. Der hat die Bifirol aufgefressen.